Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play. Edna bricht aus. Wir wollten uns hier beim letzten Mal erstmal nochmal dem Stromzähler widmen. Das war mir Es irgendwie wird noch viel nicht zu viel genug, was wir da gemacht Stromverbrauch, haben. als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Ich hätte jetzt irgendwie die Hoffnung, dass wir den aufbrechen können. Nein, der verbraucht keinen Strom. Müssen wir da was dran packen, was Strom verbraucht? Harvey? Harvey verbraucht keinen Strom. Und trotzdem läuft und läuft und läuft er. Ich bin wie dieser Hase aus der Batteriewerbung, nur eben mit Ich Gehirn. wusste es. Ich wusste, dass es jetzt auf den Duracell-Hasen kommt. Der jutzte Duracell-Hase. Gut, dann können wir hier, glaube ich, noch nichts machen. Müssen wir erst noch was finden. Los, lass uns mal hier rausgucken. Na, Hallöchen. Ach, da hinten. Nee, ich hätte jetzt gedacht, wir kommen hier vorne raus. Ach du, kann man das mal ein bisschen näher sehen? Ach du, da gibt's ja, ach du. Vier Türen, da hinten, Flurende, oh, da ist eine Tür. Das, da hätte man noch mal ranzoomen können, oder? Einmal den Lichtschalter bitte aktivieren. Das ist ganz schön dunkel. Die Gemeinschaftsdusche. Wir haben Waschbecken und einen Schlauch. Haben wir sonst noch was? Wir haben Spiegel und viele Waschbecken. Wie sehe ich eigentlich aus? Komisch. Irgendwie dachte ich sei blond. Irgendwie dachte ich, du hast das schon beim letzten Spiegel gesagt. Wir drehen alles auf. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Können wir Ich den wollte nie mitnehmen? Feuerwehrmann werden. Ich war immer. Können wir den kaputt schneiden? Ja, Ich wollte können nie wir. Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Was hat uns das jetzt Ich wollte gebracht? nie. Ich war. Ja, ich hab's langsam Ich verstanden. wollte nie. Ich war. Was hat uns das jetzt gebracht? Ich wollte nie Feuer. Ich war immer. Schön Smiley drauf, ihr meint. Herbergschelbuch. Was? Nochmal bitte. Herbergschelbuch. Rabbeschluck? Ich dachte, man muss das rückwärts lesen, aber so Herbergschelbuch. schnell kann ich das nicht. Gucke, nee, Google. Herbergschelbuch. Ich krieg's nicht zusammen. Das muss ich mir, glaube ich, mal beim Zusammenschneiden nochmal angucken. So, wir gehen jetzt erstmal hier in die andere Tür und gucken, was da noch so passiert. Das sieht ein bisschen aus wie. Ah, Sichtfenster, ja. Wie ein Dingsraum, genau. Wo bist du denn? Hallo Prinzessin, was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Ich bin Warte, Edna. antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey, woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Der ist ein bisschen unheimlich, der Typ. Aber nur ein bisschen. Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Es hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. Die Frage bleibt, warum möchte der Doktor unsere Erinnerungen löschen? Und warum sitzt du da so allein in deiner Zelle? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Man hält mich für gefährlich.
Und sie haben wohl auch recht. Mehr musst du nicht wissen. Sieht auch so ein bisschen grün angelaufen aus, der weißt nette auch, Kollege. Wie ich hier rauskomme? Ja. Was? Ja, ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever. Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Wie sieht jetzt dein Plan aus? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Fangen wir erstmal leicht an, ja? Wie kommen wir auf die andere Seite? Der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Gut, das wussten wir ja irgendwie schon. Wir fragen die anderen Sachen auch. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck, einen Ofen, um den Ton zu brennen, und ein leicht schmelzendes Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Ein Schlüssel aus Gold. Weil es auch so einfach ist, in diesem Irrenhaus an Gold zu kommen, oder wie? Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man daran käme. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Drogelbecher. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen, selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Die Frage ist ja, wie komme ich an Droggelbecher vorbei? Ja? Also wir wissen zwar, wo der Generalschlüssel ist, aber ich würde ihn trotzdem nochmal fragen. Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Tja, das ist der nette Herr, den wir schon mal auf Toilette schicken wollten. Und wo ich vermute, da er dauerhaft Fernsehen guckt, wir noch irgendwas mit der Antenne auf dem Dach machen müssen. Nur so eine leichte Vermutung. Aber dafür müssen wir erstmal rauskommen, Müller. Und da habe ich noch keine Idee. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Das heißt, wir müssen den Ton ausbuddeln? Ja, in den Keller kommen wir vielleicht noch irgendwie vorbei. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Da hat er recht. Aber es sieht so aus, als wenn das der einzige Wahnsinnige hier ist, der uns helfen kann und auch will. Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Was weißt du noch über Dr. Marcel? Er ist ein kranker Mann, vom Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Sein Sohn ist gestorben. Weg. Grüß die Freiheit. Das machen wir, aber sein Sohn ist gestorben. Möchte er unsere Erinnerung
auslöschen, weil wir wissen, dass er seinen Sohn umgebracht hat? Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Harvey, das macht dich an, wa? Hallo? Ist jemand da drin? Verschwinde! Also eigentlich habe ich mich gerade nur verklickt und wollte benutzen. Ich habe nur wichtige Sachen. Der würde mich nur behindern. Hat da gerade wer aus dem Mülleimer geantwortet? Verschwinde! Okay. Wenn wir mal den Alarmknopf drücken. Wenn keine mehr scheint Zeit hier nicht zu gehen. Und wir machen überall das Licht. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch, mach doch. Ich mein's ernst. Mach's nicht. Feige, nein. Feige. Edna! Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Na Gott sei Dank. Dachte ich's mir doch. Verschlossen. Nicht, dass wir hier wieder zurück in den Knast müssen und nochmal alles von vorne. Und gegen verschlossene Sachen, ja. Haben wir immer einen Fußnagel parat. Und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Schade eigentlich. Aber sonst hat man das auch so drauf, Edna. Gut, dann haben wir hier alles erkundet. So, dann haben wir jetzt noch die vierte Tür. Die nicht auswählbar ist. Das ist ganz schön doof, wie Macht hier hinten. Na, Hallöchen. Was ist denn dies hier? Zwei Kumpels im Bett. Erwischt. Hallöchen. Otti und Motti. Hallo, ihr zwei. Na, Manos. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Woher weiß ich denn jetzt schon, wie die heißen? Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Die sind definitiv sehr mandelförmig und darauf kann man 198.067%ig drauf schließen, dass eure Mutter Hoti-Indianerin ist. Aber jetzt sag doch mal, warum sitzt ihr da so? Was ist hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Ich hätte jetzt gesagt, die anderen da haben auch einen Laken. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Sehr schön. Ihr seid einfach nur sehr schön. Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, ja. Er war schon immer ein wenig verrückt. Hoti, Moti und Broti. Wie geil. Das ist einfach... Wer schreibt so eine Texte? Welcher kranke Mensch denkt sich das aus? Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Ich hätte die Decke gerne. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest.
Mit der Decke können wir doch sicherlich im Keller den Wäschelüfter, also können uns da fallen lassen. Aber wie kriegen wir die Bienen dazu aufzustehen? Jungs, macht mal Vielleicht Platz. Könnte ich die beiden trennen, aber ich will sie nicht verletzen. Warum nicht? Edna. Hier spricht die Polizei. Lösen Sie sofort diese Versammlung auf. Netter Versuch. Aber wir sind untrennbar miteinander verwachsen. Es gibt kein Versammlungsverbot für siamesische Zwillinge. Das sehe ich irgendwie anders, Herr Kollege. Ich habe ja noch eine Schere. Haltet mal still. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow! Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Oh, Leute. Macht Platz da. Geht weg. Ich habe leider meine Zwillingskarre nicht dabei. Jetzt habe ich die losgeschnitten und nun? Mehr gibt's hier nicht. Es gibt das Bett und den Flur. Was war jetzt hier mit der vierten Tür? Geht auch nicht. Es gibt nur drei Türen. Das hätte man auch nicht besser machen können, ey. Männer, macht Platz da. Kein Sinn. Was ist los? Ihr seid befreit. Jeder von euch kann jetzt endlich das tun, was er schon immer wollte. Oh, diese Fülle an Möglichkeiten. Und dieser damit verbundene Druck. Oh je. Bitte. Weiß ich nicht. Macht irgendwas, geht weg. Braucht ihr einen Kugelschreiber? Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne Sudoku gegeneinander. Gegeneinander? Ja, aber Moti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Das sind Eskimo-Zahlen. Leute, macht doch mal Platz da. Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. So, was können wir noch machen? Die scheinen sich ja erstmal nicht wegzubewegen. Wir brauchen aber das Laken. Wir brauchen dieses Laken. Oder wir brauchen hier irgendwas. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen. Gut, das kennen wir schon. Die Säcke kriegen wir nicht auf. Das heißt, hier kann man nichts machen. Das war hier vorne drinnen. Das Wasser läuft auch noch standardmäßig. Ich habe immer noch nicht verstanden, für was wir den Schlauch angeschnitten haben oder anschneiden konnten. Okay, ich habe einen Plan. Du wirfst deinen Fußnagel in die Luft. Wenn die Schlange danach schnappt, greife ich sie mir beim Hals und erwürge sie. Beim Hals? Oh, ach so. Vergiss es. Harvey, den Plan fand ich gut. Sieh nur, Harvey. Eine Schlange! Los, hol das Inventar raus. Wir müssen sie fangen, um sie beim Doktor auf den Stuhl zu legen. Was? Wie? Ich wollte oh, ja. Nie Feuerwehr. Ich war immer eher für die... Aber beim Doktor auf den Stuhl legen? Okay, ich habe einen... Ich lenke die Schlange. Du schleichst dich von hinten an sie ran. Und während ich ihr an der Zunge ziehe, klickst du ihr auf den Hypothalamus. Was ist? Warum schleichst du nicht? Ich überlege noch, wo hinten ist. Kann man den nicht einfach mitnehmen? Kann ich den nochmal anritzen? Da haben wir doch jetzt erledigt. Ich wollte nie voll. Ich war immer. Das kennen wir schon. Können wir mit dem Ding reden? Entschuldigung, aber sie stehen auf mir. Oh, das tut mir leid. Edna? Sieh nur, Harvey. Los, hol das. Wir müssen sie.
Das kennen wir schon. Na, den Wasserbecher mit oh Wasser fehlt. Nein! Der war so durchgesifft, dass er ein. Geht dann wieder kaputt. Ja. Das wollte ich auch nicht wirklich. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Ja, das kann er ja gerne tun. Captain Unbrauchbar, ich finde diesen Namen einfach Möchte so geil. Möchte der Herr was bestellen? Ich hätte gern ein Leitungswasser. Das macht 3 Euro. Na dann, bitte. Was machen wir ich jetzt mit diesem Schlauch? Ich wollte nie vorher... Ich bin gerade ein bisschen ratlos, was wir machen sollen. Jetzt sind sie weg. Und jetzt können wir das Laken mitnehmen. Mir fallen zwar 1000 Möglichkeiten ein, wie ich die einsetzen könnte. Aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze Zeit mit mir herumzuschleppen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich sie zerschneiden oder was? Mir fallen zwar 1000, aber sie... Wir haben sie jetzt angeschnitten. Das ist mit Abstand das weicheste Bett, das ich je gesehen habe. Was sollen wir jetzt damit machen? Es ist zu groß, um es mitzunehmen. Jetzt ihren ganzen Kram. Hiermit kann ich kein Unheil mehr anrichten. Ja, sie hat ihre Fußnägel da jetzt draufgepackt. Und angeschnitten hat sie es auch. In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Damit verschwende ich nur wertvolle Überschussenergie. Das Bett ist so weich, das federt alles ab. Ach, man kann es ja mal ein bisschen probieren, oder? Guck mal, Harvey, ein Laken. Igitt, tu es weg. Sauber, sauber Gift, sauber, sauber Gift. Es tut mir direkt in den Augen weh. Harvey. Hier steht nichts davon, dass man sich die Cocktails ans Bett bringen lassen kann. Da steht aber auch nicht ausdrücklich, dass es nicht geht. Die Handschrift des Barmanns ist einfach zu schwer zu entziffern. Aber so ein Drink ans Bett wäre natürlich ein Highlight. Mir fallen 1000, aber sie ist einfach zu sperrig, um sie die ganze... Das ist mit Abstand das... Ich würde es gerne mitnehmen. Wir haben jetzt alles durchprobiert. Inspektor Konrad kombiniert Zwillingsentführung. Wieso kann ich das anschneiden und die Fußnägel draufpacken? Das Laken ist zu groß für den Bügel. Es bildet einen riesigen, weichen Haufen auf dem Bett. Man möchte sich direkt reinfallen lassen. Dann ich darf nicht einfach meinen niederen Trieben nachgeben. Edna. Edna was here. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Kugelschreiber ist nur für so eine Späße da. Wir haben es angeschlitzt, wir haben es da aufgerissen, wir haben Fußnägel draufgeschmissen. Was können wir denn jetzt noch damit machen? Wir haben jetzt alle Sachen durch. Ich habe Hoti und Moti nicht nach ihrer Telefonnummer gefragt. Ich Idiot. Ja, kannst die Jungs gar nicht mehr anrufen. Die hätten dir vielleicht geholfen, das Bettlaken zu tragen. Das gibt's doch nicht. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir machen hier mal einen kurzen Break. Ich gucke mich noch ein bisschen weiter um, was wir hier noch so machen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin.